Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft und alles läuft da drüben. Kontrollblick, sorry. Na, wie geht's denn? So, hoffe gut. Auch schon wieder Dienstag. Ja, krass. Gut, was haben wir gemacht letztes Mal? Wir haben hier diese Maschine gebaut und die Filtersysteme von Espas. Ist eine gute Geschichte. Gefällt mir sehr. Und jetzt ist die Frage, was kommt denn hier alles raus? Äpfel, Hölzer. Gut, und ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht. Eigentlich könnte man es so machen, dass man hier sagt, okay, wir machen hier das ganze Gedöns mit den... Küchengeräten. Warte mal kurz. Lass mal hier das Zeug hier einbauen. Hier nebenan. Jetzt habe ich aber irgendwie eine Idee gehabt. Und zwar können wir es auch ganz anders machen. Weil, ich meine... Nee, kann ich nicht. Oder kann ich? Mein Gedanke war, ich könnte es ja hier so quasi wie in eine Küchenfront einbauen. Aber mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass das schwer werden kann, weil... ich muss ja effektiv die Kartoffis... muss ich ja einführen, ich muss Strom machen. Nee, Strom muss ich ja gar nicht machen. Aber den Filter, hm? Also das Holz muss ich einführen und die Kartoffeln. Ich mache das lieber so, dass ich die Küche hier oben mache und dann vielleicht hier unten so eine XP-Sammelstelle, wo ich mich einfach immer draufstellen kann. Wenn ich den Ofen entleere. Wenn wir jetzt gucken hier, so, dann wird das hier so die Höhe. Das ist ja die Höhe. Also sagen wir hier. Wo man effektiv dann sagen kann. Das hier ist noch Baumfarm und hier hinten haben wir dann die Küche. Dann wäre das hier der Platz für die Küche. Hier können wir dann vielleicht über kurz oder lang sowas wie... Jetzt haben wir das Brot auch abgebaut. Naja. Gut. Über kurz oder lang sowas wie eine kleine Decke runterziehen oder so. Das heißt, ich brauche sicher nochmal Filterrohr, einen Ofen, XP Drain und XP Tank. Da oben nehmen wir vielleicht alles raus und machen da einfach Licht. Naja, irgendwie so. Dann würde ich dann auch gerne noch ein System machen, um die Treppe hinten einzufahren, auszufahren. Wenn du weißt, was ich meine. Aber lass jetzt erstmal gucken. Espas. Espas. So. Brauche ich sowas hier? Oh. Kann ich Spinnennetze auch selber machen? Sehr schön. Zum Glück. Also machen wir Filter hier. Einen Puller habe ich, das ist gut. Pipes habe ich noch 11 Stück. Lass mal gucken. Kann ich hier noch ein bisschen machen? Nee. Da müsste ich Sand, Glas. Sand. Smooth Sandstone. Na komm, machen wir so. Das sollte eigentlich keine große Geschichte sein. Dann machen wir hier nochmal Glass Paints. Paint ist richtig. Ah, vielleicht zwei. Gut. Und dann müssen wir hier noch ein paar von den
Espas Pipes machen können. 43, ja super. Das reicht bestimmt. Dann ein Fornaze muss ich haben. Ich hätte gerne den Fornaze von, war das Tech Reborn oder, Tech Reborn, Electronic. Weil, wenn ich den hier habe, der müsste mit Kohle laufen. Emerald Fornaze. Oh, 8-mal schneller. Geil. Brauche ich aber nicht für das hier. Iron Fornaze. Komm, wir machen den. Haben wir das? Nee. Wäre ein bisschen günstiger, ne? Gravel. Haben wir denn Cobblestone? Komm, lass uns das mit Cobble machen. Cobble haben wir ein, zwei Stück hier. Dann ist der Fornaze hier nicht mehr so teuer. Dann haben wir den Fornaze. Ich brauche den, damit ich das programmieren kann. Ist mir lieber, als wenn ich das hier so einfach reinmache und dann muss ich wieder überlegen, wohin kommen denn die Dinge. Ja, du weißt, wie es ist, der Kuhnmann. Hin wie ein Sieb. Gut, dann lass mal überlegen. Gibt es eigentlich auch so Trapdoors, aber aus Stein? Die können wir eigentlich machen, hm? Stone Carmo Trapdoor. Was ist das? Carmo Paste. Oh mein Gott. Das ist nicht so gut jetzt gerade. Ja, vielleicht machen wir es dann so, dass wir unten eigentlich sagen, wir leiten das Rohr anders nach oben. Stairs. Nehmen wir mal 32 von denen hier mit. Und dann vielleicht dennoch von diesen hier. Komm, ich probiere das mal aus. Oh, Green Dye. Eins, zwei. Nice, haben wir sogar genug. Die Bücher lasse ich ganz kurz hier. Das ist gut so. Das auch. So können wir zwei von denen machen. Dann machen wir zwei. Eins. Zwei. Geil. War gar nicht so schwer. Dann Kabel, überlegen wir, müssen wir da irgendwas haben? Nee, ist okay, glaube ich. Ja, ich denke, das müsste eigentlich reichen so. Essen. Ziehen wir mal die Küche um. Weil wenn ich jetzt hier hinten bin und das Ganze angucke, meine Frage ist, brauche ich hier überhaupt eine Kiste? Oh, Gold ist eh falsch. Silber. Brauche ich hier überhaupt eine Kiste? Ich lasse das mal jetzt so. Mein Gedanke war, wenn ich das jetzt so machen will, jetzt rufen die Kunden schon an, wieder. Bisschen früh für mich, sorry. Out. Also wenn wir jetzt sagen, das geht hier so nach hinten.
Wie viel Wand haben wir hier? 2. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Das würde mich meinem ersten Vorhaben wieder näher bringen. Wir können das hier so weiterziehen. Ich habe keine silbernen Silberdinger mehr. Schade. Aber ich glaube, das ist gar nicht so übel. Lass mich raus hier. Hallo. Da kann man hier, habe ich mir nämlich so überlegt, da kann man das so machen. Einmal so. Einmal so. Dann haben wir doch die Trapdoors gemacht. So. Nee. Trapdoors. Hallo. Dieses ist ein Trapdoor. Ah, das sieht geil aus. Gefällt mir besser. Das heißt, ich muss oben mal die silbernen Dinger abbauen. Die Kabel. Und da können wir das eigentlich dann wirklich schön verlegen. Nehmen wir das alles weg. So, komm. Was ist denn das jetzt da mit dem Pfeil? Aber ich weiß es jetzt. Gut, das heißt, ich muss da gar nicht die goldenen Kabel haben, sondern die silbernen. Das würde bedeuten, ich kann meinen Plan eigentlich so nicht ganz umsetzen. Außer ich ziehe das Kabel an einen anderen Ort. Würde aber auch bedeuten, ich hätte die Möglichkeit, das dennoch hier vorne zu machen. Interessant. Das heißt, wenn wir jetzt die silbernen Kabel haben wir die. Wo haben wir sie? Hier, 33. Haben wir das die Höhe? Das ist die Höhe. So. Müssen wir dann einfach gucken, wie wir es schön machen von unten. Das heißt, ich kann von der einen Seite das reinbringen und von der anderen Seite das andere. Interessant. Also haben wir hier quasi die Fornaze drin. Das machen wir. So.
So, 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 so. Wir haben dann hier ein bisschen zurückversetzt. Aber hat man so eine eingebaute Kücheneinheit irgendwie. Das könnte man ja dann auch schön machen. Wenn man sagt, wir machen das hier. Geil. Gut. Bedeutet. Mal gucken, wie sich das verhält. Das verbindet sich oben nicht, das ist gut. Altenpipe, nee, will ich nicht. Ich hätte hier gerne die Filterpipe. Gar nicht so übel. Dann nehmen wir hier diese Pipen. Dann müsste man sich hier aber überlegen, warum nicht eins tiefer? Komm, das hier nicht lächer machen. Ah, Hammerstone hier, Hammerstone. So. Das ist super. Was kann ich hier sagen? Hier. In. Wenn ich jetzt das hier so machen kann, dass ich hier einen Dancekabel nach hinten ziehe, also nur diesen unteren Block, kann ich das ganze Zeug von der Küche direkt ins ME-System bringen. Das heißt, wir hätten die Kartoffeln dann auch nicht mehr. Irgendwo? Sondern effektiv gleich im ME-System. Interessant. Und mit dem Weißen können wir dasselbe machen, einfach andersrum. Spannend.
hier mal raus. Lass mal weg. Müsste ja eigentlich funktionieren. Oder? Da kann man hier noch zumachen. Aber der Gedanke gefällt mir. Muss ich nachher mal gucken, was braucht man fürs Weizen alles? Aber jetzt einfach so mal fürs Erste. Eigentlich eine geile Idee. Na, warte mal. Warum kann man jetzt da keine... Warte mal, ich weiß vielleicht warum. Das können wir jetzt vielleicht noch anders umbauen, bis hier die Kiste leer ist. Dann nehmen wir den vielleicht nochmal weg. Können funktionieren, meine lieben Leute. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren und der Ofen müsste backen. Ist ja nicht wieder verbuggt, oder? Gut, aber ihr versteht meine Idee, oder? Und wenn das so nicht will, dann mache ich es hier halt echt auch mit Pipes. Aber weißt du was? Ah, ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht müssen wir hier noch sagen. Warte mal, jetzt brauche ich hier einen Whitelist-Filter. Aber nur das hier. Hier, das machen wir so. Der geht oben raus. Gut. Der vorne. Der vorne. Raus. Der vorne.
So, gehen wir kurz gucken und sonst müssen wir nächste Folge weiter gucken. Aber geht das nicht? Verbunden, wer ist? Müsste es gewesen sein. Jetzt hat er ja auch angezogen. Jetzt müsste er hier backen, oder? Yes! Sehr gut. Fürs Erste sehr gut. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, es backt. Und ja, gucken wir morgen, wie es hier weitergeht. Wie kann man hier die Küchenzelle schöner machen, irgendwie? Ich glaube jetzt aber nicht unbedingt, dass den hier oben noch braucht. Habe ich das Gefühl, das geht auch so. Drei. Gut, aber es hat gebacken. Ich glaube, das wird eine richtig effiziente Maschine hier. Gut, merken wir uns für morgen. Dense Cable, um Anschluss ins ME-System zu gewährleisten. Da müssen wir überlegen, ob wir das hier vielleicht mit den Pipes machen. Nee, komm rein, super. Perfekt. Vielleicht die Kiste vorne, dass ich das ein bisschen anders machen kann. Also, weißt du, was ich meine? Wenn wir jetzt sagen, nehmen wir das nochmal weg kurz. Das auch. Das auch. Das auch. Achtung, jetzt gibt's, wusste ich genau. Jetzt gibt's Chaos hier. Kartoffelnchaos. Nee, nicht so. Komm. Weg.
hier out. Jetzt müsste eigentlich der Ofen, der von Naze, müsste jetzt eigentlich voll gepumpt werden. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Lass mal gucken so. So kann man das machen. Da kann man auch in die Kiste zugreifen. Sehr schön. Und hier müssten jetzt 64 Kartoffeln im Ofen sein. Doch nicht? Dann haben wir hier zwei. Das ist auch gut. Spinnenauge brauche ich nicht. Ja, ja. Ich kämpfe mit Maschinen. Jetzt muss ich aber gleich gehen. So, jetzt aber hier. Jetzt. So haben wir es gerne. Sehr schön. Das würde bedeuten, dass hier so. Und wie gesagt, Kochzeile hier so. Nice. Dann brennt das so vor sich hin. Jetzt sind wir mit Holz bestückt. Gute Geschichte. Gut, machen wir Dance Gable, holen wir Dance Gable, die einfachen, und dann gucken wir, wie das hier funktioniert. Ja, super. Geil. Ich habe Freude. Dann würde ich sagen, nächstes Mal gucken wir, wie wir das da hinten noch schön bekommen. Aber das hier ist soweit eigentlich, wie ich sagen kann, pretty cool. Vielleicht gehen wir hier sogar unten durch, dass wir... Ja. Nee, hinten ist schon gut, weil da kann ich... Ja, ich kann einfach noch eine Ebene dazufügen hier. Gut, alles klar, aber... XP-Maschine läuft irgendwie. Nice. Ihr Lieben, bis morgen. Tschüssi.